Rente mit 68 gefordert. Was sagen Sie dazu? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Im Zuge der neuen Rentenreformvorschläge der CDU ploppte gleich am 22.04.2023, ich sehe es hier im Internet, ich zeige es Ihnen schon mal, über NTV eine Nachricht hoch, dass die Maschinenbauer die Rente mit 68 Jahren fordern, aber nicht die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Maschinenbaus, des deutschen Maschinenanlagenbaus, sondern der Verbandspräsident, der Karl Heusgen, fordert das. Der sagt, er möchte, dass seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von der 35-Stunden-Woche wieder zurückkehren auf die 40-Stunden-Woche und er regt an, die Rente mit 68 einzuführen. Der Arbeitskräftemangel wird von Jahr zu Jahr immer dramatischer, so der Grund oder die Äußerung des Herrn Heusgen. Wir kommen nicht um eine Verlängerung und Flexibilisierung der Arbeitszeit herum. Die Gewerkschaften würden das auch bald verstehen müssen. Der Schmerz muss nur groß genug sein, so der Herr Heusgen vom VDMA. Also, meine Damen und Herren, ich weiß ja nicht, was Sie dazu sagen, zu dieser chlorreichen Idee des Herrn Heusgen, aber ich würde mal sagen, dass das möglicherweise mit der aktuellen Regierung nichts wird. Gegebenenfalls vielleicht mit einer CDU-geführten Regierung, die ja auch unter Federführung von Friedrich Merz, Linnemann und Co. die Rente über 67 ab dem Jahr 2031 einführen wollen. Wir wissen alle, dass wir aktuell unter dem Eindruck der Demografie einen Arbeitskräftemangel haben. Das ist noch beschönigend ausgesprochen. Wir haben einen gewaltigen Arbeitskräftemangel und der wird noch viel größer werden, wenn die Babyboomer in Rente gehen. Und wir erleben das ja in unserer Kanzlei bei Rentenbescheid 24. Die Anfragen zur Altersrente werden oder zum Rentenantrag werden immer höher. Immer mehr Leute wollen in Rente gehen. Es zeigt sich auch in den Zahlen der deutschen Rentenversicherung, in den Statistiken, dass die Rentenzugänge im Jahr 2022 deutlich höher werden im Bereich der Altersrenten als im Jahr 2021. Also es geht schon so ganz langsam los. Und das dünnt natürlich dann auch. Also der Beginn oder der Wegfall der Menschen aus dem Arbeitsleben und dann Eintritt in das Rentenleben dünnt natürlich dann auch die Arbeitskräftedecke aus. Und das führt eben dazu, dass viele Betriebe ihre bestehenden Aufträge nicht mehr abarbeiten können oder nur noch unter erheblicher zeitlicher Verzögerung. Also die Sorgen des Herrn Heusgen im Hinblick auf den Fachkräftemangel kann ich verstehen, aber ob da jetzt eine 68, ob da jetzt die Anhebung vom 67. Lebensjahr auf dem 68. Lebensjahr eine Regelaltersgrenze hilft, das wage ich ganz ehrlich zu bezweifeln. Denn Herr Heusgen kann ja gar nicht verhindern, dass seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter oder zumindest in den Verbandsbetrieben die beschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hier dann eventuell auch frühzeitig in Rente gehen. Wie wollen die das verhindern, wenn jemand körperlich nicht mehr in der Lage ist, am Fließband zu stehen oder als Schweißer zu arbeiten oder als Dreher oder was auch immer man dort tut, ja, dann ist Schluss mit 63. Dann gehen die Leute auch mit Abschlag in Rente. Also, das hilft uns nicht weiter, aber es war klar, es musste sowas kommen von der Arbeitgeberseite her. Geht da der Marsch gleich los. Ich warte jetzt nur noch auf neue Nachrichten von unserem Lieblingsfreund, den Herrn Dulger, und dann schauen wir mal, was der noch zu sagen hat, was er dann wieder für neue tolle Vorschläge hier bringen wird. Vielleicht die Rente mit 75 oder mit 80. Wir werden sehen. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.